Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft, Vizebeast, Infinity Wolf, Expert Mode, Skyblock. So, denn ist ein paar Tage vergangen, seitdem der Replicator lief und ich habe da schon ein bisschen gebergelt. Seht ihr, da ist auf einem Loch da drin und 3 Radium Reinforced Plates. Oh, das tut so gut. Nach 3 Tagen haben wir 3 Platten, also pro. Wieso ist da nicht so viel drin? Oh, fehlt schon wieder Eisen. Ja. Alles so gut. Nach 3 Tagen haben wir 3 Platten. Also pro Tag kriegen wir eine Platte. Und was Schöne ist, hier haben wir noch ein paar mehr. Sorry, Leute. Ich weiß gar nicht sogar, wie viele Tage jetzt gerade vergangen sind, aber wir haben einen Stack voll. Wir hatten ja so viele Jujumenta aufgespart und das werden wir jetzt auch alles schön verwenden. Generell wollte ich mir überlegen, ein Automatic Thief wird. Ich bin jetzt gerade überlegen, was der vorhat. Ah, ich glaube, ich weiß es. Ja, der ist jetzt. Ich bin jetzt gerade dran wegen Solzent 7, weil wir noch an Quarz rankommen müssen für das ME-System. Wir brauchen Gastränen für das ME-System, also für den Controller. Deswegen werde ich mir überlegen, jetzt einfach nochmal so schnell Sneaky Beak liken. Bisschen was so, ja, ein Siebesystem für, boah, ich hab gerade wieder mit der deutschen Sprache. Wieso habe ich in letzter Zeit solche Wortfindungsstörungen? Das nervt ein bisschen. Nee, aber was ich sagen möchte, ich wollte nochmal so eine Art Siebesystem aufbauen für Soul Sand, dass wir auch wirklich an das Zeug rankommen. Weil, ich glaube, ah ja, ich habe ja auch noch ein solches Radium-Ohr jetzt, also Radium-Ohr. Ich glaube, so die Quarzpflanze anzubauen wäre nicht so sinnvoll. Also die Quarz-Seeds von Agricraft, frag mich jetzt bitte nicht, wie die heißen. Ich kann mir nur 2 Pflanzen, nee, 3 von diesen Pflanzen kann ich mir merken. Einmal sind das die Lapenda-Seeds für Lapis, Origold für Gold-Nuggets und die Redstodendron. Und die Redstodendron auch nur, weil ich sie so ewig... so Ewigkeit dran saß. Ich schätze aber mal, wir werden irgendwann nochmal ein ordentliches System für die Redstone Seeds und für die, was war das für... Ja, für Gold könnte man, glaube ich, auch noch machen. Gold auf jeden Fall für Dias. Quarz nicht wirklich, bin ich ehrlich. Quarz haben wir mittlerweile schon tonnenweise, da habe ich schon das ganze Dorf auf voll. Ich glaube, mittlerweile dürfte sogar die zweite voll sein. Also hier so eine Compacting Grower, ne? Boah, da muss ich mal gerade aufstoßen. Aber jetzt mache ich da mal, glaube ich, gerade mal hier die Erdfläche weg von damals. Oder? Nein. Ah ne, ich bin am Anbauen. Zack. Wasser fließt raus. Wasser ist weg. Tschüss, Wasser. War schön mit dir. Was ist jetzt los? Was ist da jetzt los? Ist das Video stehen geblieben? Ne, die Leiste hat gezuppelt, okay. Ich frage jetzt mal nicht, was da gerade los war. Irgendwie stehe ich jetzt in den Aufnahmen sehr oft rum. Das sollte ich mir mal abgewöhnen. Ja, warte mal, hier, ich verstehe mein Bild, das war ein bisschen schneller. So, machen wir jetzt mal ein bisschen Soul Sand. Das geht ganz einfach mit ein wenig Wasser. Ja, wir brauchen für Seelensand braucht man Wasser. Ja, fällt dir noch was Besseres ein? Jetzt bin ich gespannt. Nee, lass das mal lieber. Das ist nicht so cool. Nein. Der will aber nicht hören, ne? Ja, wie kriegst du jetzt den Sand da rein? Ah, ihm ist es aufgefallen.
Und wie machen wir das Ganze jetzt? Ja, so kannst du das schon eher machen. So. Jo, wir müssen jetzt irgendwie schauen, dass wir da Sand reinkriegen. Ich habe lange überlegt, ob ich denn irgendwie den Output nehmen soll. Ja, das hat hier, glaube ich, auch gemacht, so wie das aussieht. Gut. Aber einmal hier schön für Dekorationszwecke auch den richtigen Stein nehmen, ne? Nehmen wir mal schön Kobbel. Den wir auch dann direkt reschisseln. Hier Cobblestone with Stand. With Panel. Ja. Ich passe schon drauf auf, was ich mache. Keine Sorge, Leute. So, irgendwie. Oh, nein, 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 böse, 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 böse. Böse, 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 böse. So, ja, lass mal kurz. Du kommst her. Dann hier rüber lassen wir Wasser laufen, dass das da reinkommt. Und von unten würde ich sagen, pumpen wir das Zeug raus. Ich weiß nicht wieso, aber ich werde in letzter Zeit irgendwie so schnell schläfrig. Gott, das ist so ein beschissenes System, was ich mir da aufgebaut habe. So, vier Dirt. Zack, 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 zack. Engines Boss, da drauf und wir haben Mycelium. Und wieso brauchen wir Mycelium? Ganz einfach. Wenn man Wasser in der Nähe von Mycelium hat, wird das nach einer Zeit, verwandelt sich das schnell zu Witchwater. Also das Wasser, nicht das Mycelium. So, Soul Sand haben wir ja schon ein bisschen was mal gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wofür wir Quarz gebraucht haben. Ich weiß gerade echt nicht mehr. Für irgendwas haben wir mal Quarz gebraucht. Das würde mich mal jetzt mal interessieren, wenn da doch irgendeiner weiß. Weil ich irgendwie auch ein bisschen bezweifle, weil es ja. Ich glaube, das ist irgendwie am Anfang gewesen. Ich kann mich da dunkel daran erinnern, dass ich am Anfang mal was gebraucht habe. Und das erste ist durch und ein Quarz. Yay! Wir haben einen Quarz. Wir haben einen Quarz. Liquefied Emerald Bucket. Weißt du was? Zack, zack. Brauchen wir nicht mehr. Wir haben so viele Emeralds, das können wir ruhig mal nachmachen. 1, 2. 1, 2. Und jetzt brauchen wir nur noch Fluid Conduits, die von unten herlaufen. Ach ja. Ist das schön. Das läuft ja gerade super. Da kann man sogar eigentlich Temperate Fluid Ducts nehmen. Weil, ganz ehrlich gesagt, die Temperate sind super zum Wasser transportieren. Da brauchst du jetzt keine großartig teuren Hardened oder schon gar nicht jetzt Super Lamina. Die Temperate solltest du halt nur mit aufpassen mit Lava und so, weil heiße Flüssigkeiten kann das nicht transportieren. Ich bin nicht sicher, aber Öl sollte gehen. Also alles außer so Cryophium, Blazing Pyrophium, Lava, Duck, die Teile gehen hoch. Also platzen, ne? Oh ja, wundervolle Haare arbeiten. Ich liebe sie. So, und generell müsste das jetzt dafür sorgen, wenn ich jetzt einmal. Ja gut, machst du mit dem Servostoff, wenn du Output gemacht hättest. Ja. Reicht doch schon. Brauchst doch kein Servo. So, und jetzt mit. Da war das Problem. Ich finde diese Barrels sind ein bisschen scheiße zu automatisieren. Von der Seite kann man das machen.
So, das wird so Witchwater. Und dann machen wir den Output. So. Knall doch einfach gegen die Decke. Ja. Genau das, was ich an dem Tier 1 bis 3 Jetpacks, die sind so bad, also der Hover-Mode. Aber naja, wir dürfen nochmal kurz ein neues Safari machen. Oder wir machen halt schnell. Ich glaube, das habe ich bis heute nicht behoben da. So. Zack. So. Sehr schön. Und wenn wir jetzt einmal so machen und so und so, sollte Soulsand quasi rausbekommen, also da in den Sieve kommen, jetzt brauchen wir nur noch einen Receiver, wo wir sagen, ja, Soulsand soll da reinkommen. Und ich will auch hoffen, dass das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen. Würde ich schwer hoffen. Zack. Ignoriert. Jawohl, da kommt er doch schon an. 17. Na gut. Kommen hier die Fortune Upgrades, brauchen wir gerade nicht so wirklich. Die werden wir eher hier gebrauchen. Weil wir eher hier dieselben Materialien, also auch Gast hier und ja gut, Nesser fasst nicht so wirklich. Das ist kein Thema, weil die brauchen, glaube ich, gar nicht so wirklich oft. Ach, Gast können wir auch über Bienen machen, aber generell sollte ich auch mal bei den Bienen anfangen. Also wir sollten mindestens die Bienen so weit haben, dass wir die Infinity Bees haben. Von da an sollte das ein Klacks sein. So, hier die Truhe mal kurz abgebaut. Zack, zack. Das Zeug kann mal darüber. Nee, die nicht. Und keine Sorge, die Truhe habe ich sogar ausgeleert. Einfach in dem Sinne ausgeleert, weil, naja, mittlerweile habe ich das im System schon. Und da ist halt schon mal so, dass ich da einfach so Sachen reinschmeißen kann, ne? Dieser einzelne Adblock da, ne? Der Beweis einfach nur dafür, dass ich ein faules Stück bin, eine Farm für Rubber Trees aufzusetzen. So, wir sind jetzt bei 13 Minuten und 18 Sekunden. 19. Ah, das dauert noch ein bisschen was, bis wir dieses Pektorisch haben, aber das freut mich auch. Es freut mich einfach nur zu sehen, dass es so ein Pack gibt, wo man auch wirklich mit den verschiedenen Mods interagieren muss. Ich meine, ich hatte nie in meinem Leben, okay, was jetzt nie, ich hatte so gut wie gar nicht mit den Redstone-Chips jetzt mal gearbeitet. Generell, weil ich hier die ganzen Chipsets Buildcraft bin, ich kann so nicht so wirklich auf Freund von. Oder generell, ich bin nur überlegen, mit welchem Mod hätte ich auch nicht gearbeitet. An Industrial Craft hätte ich sogar mitgearbeitet, weil es macht mir Spaß. Ich bin gerade überlegen, mit welchem Mod hätte ich nie gearbeitet. Ja gut. Mit Witchery würde ich nie arbeiten wollen. Muss ich aber. Weil ich bin überhaupt kein Freund von Witchery. Ja, gut. So wirklich mit VLC gearbeitet hier, die ganzen Electron-Tubes, ne? Ich habe dadurch erstmal gesehen, dass du dadurch auch die Farm upgraden kannst. Also hier die Forestry-Farm.
Vielleicht bauen wir sogar noch mal eine Phosphorfarm auf. Einfach so für Charcoal, dass wir dann einfach darüber Stahl beziehen. Ich merke schon wieder, dass ich gerade so scheiße ruhig werde. Das sollte ich sein lassen. Ich muss einfach schauen, dass ich irgendwie etwas mehr spreche, irgendwie so mehr Themen auf. Wenn mir nicht so wirklich einfällt, was ich machen könnte. So, ja, wir machen jetzt ja momentan auf jeden Fall hier mal den Molekular Transformer. Weil das ist auch noch so ein dicker Punkt, den wir bräuchten für. Ja, wie heißt es? Hier, für den ME-Controller. Sonarium. Werden wir auf jeden Fall gebrauchen. So, ein MT-Core. Und zwei. Ich glaube, es war ein EV-Transformer und keine HV. Ja. Generell, ich weiß noch nicht genau, wie ich das schaffen soll. Wir brauchen ja für später die Creative-Sachen, werden wir ja jede Menge Solar Panels, die Quantum Solar Panels brauchen. Wir werden Drachenherzen, müssen wir irgendwie eine Farm aufbauen. Ja, eine Farm. Wir werden den Enderdrachen automatisieren. Muss ich mir auf jeden Fall mal anschauen, wie ich das am besten hinkriege. Also ich habe auf jeden Fall schon gesehen, dass es möglich ist. Und zwar. Boah, ich muss mal ganz kurz so ein Mikro näher ranschieben. Ich weiß nicht, wieso das immer nach hinten geschoben wird. Ich weiß nicht, wie das entsteht. Wie ich das schaffe. Auf jeden Fall. Ich habe ja schon mal, glaube ich, erzählt, dass ich den amerikanischen YouTuber, den Hypnotized von den vom Hermit Pack, also von den Hermits, da hat er es mal geschafft, den einer Drachen zu automatisieren, und das wollte ich mir dann einmal abschauen. Weil einfach gesagt, es wird bitter nötig sein, wenn wir auch noch die später, wie heißt die Creative Strongbox machen wollen. Weil, ich kann nicht ganz ausrechnen, wie viel wir brauchen. Werde ich aber wohl üblerweise werde ich das ja wohl einmal machen müssen. So. Weil es bringt mir ja nichts, wenn wir dann einfach, wenn ich sage, ja, machen wir mal 50 Enderdrachen und ich brauche 100. Das ist ja Schwachsinn. So, generell, wir müssen auch noch eine ordentliche Kobbelfabrik aufbauen für die Octopel Compressed Cobble. Aber generell mit Autocrafting, wenn wir das jetzt bald mal haben und der Server läuft ja durchgehend weiter. So, MT-Core sollten wir es vielleicht auch schon haben. Wir brauchen Uran. Uranium-Ingots, wow. Was ich auf jeden Fall gerade sagen wollte. Wenn das einmal fertig ist, das E-System und Autocrafting fertig ist, wird es ja wohl kein Problem sein, mal die World Interaction Upgrades autocraften zu lassen. Und da der Server ja durchgehend durchläuft, wird das eigentlich, sagen wir mal so, ich werde schätze ich mal so 5 machen. Also so 5 Transfer-Nodes komplett durch. Das noch über Igneous-Textur zu machen, das ist so das größte Bullshit aller Zeiten, bin ich ehrlich. Ja, dann sollte das eigentlich schon relativ gut gegessen sein. Ich muss sogar nochmal nachschauen, wie viel wir eigentlich dafür brauchen. Ich habe gerade in Erinnerung, dass das der Ring ist aus Octopel Compressed, aber da bin ich mir gar nicht so sicher. Okay. Alter.
habe, für 100.000 Erf brauchst du so lange. Das wird auf jeden Fall geupgradet, das kannst du mir glauben, Freundchen. So. Und da ist es schon wieder. Ich halte schon wieder die Fresse. Meine Güte. Wieso? Salz sein lassen. Salz einfach nur sein lassen und einfach durchquasseln. Selbst wenn ich nur Schwachsinn laber, so wie gerade. Lieber Schwachsinn labern als gar keinen. Ja, und Portal to the Deep Dark sollten wir uns auch mal drum kümmern. Das sollte eigentlich nicht so wirklich ein Thema sein. Ich meine, was kostet das groß? Großartig, das ist ein bisschen Farbe, Cleanstone, Quarz und Enderperlen. Das war's. Oh, und ein Kompass, glaube ich sogar. Ein Kompass oder eine Uhr. So, aber jetzt erstmal hier, zack. Was fehlt? Also, unglaublich dann das. Dort ist kein Treiber, daran wird es auf jeden Fall nicht scheitern. Stimmt, so wie ich das gerade sehe, Gloss, dann könnte man auch noch machen für Agricraft. Da gibt es da die Nitorwarzen. Also Nitorwarzen. So. Ich glaube, das Uranium-Zeug, das könnten wir eigentlich sogar vorbereiten. Weil generell, das werden wir auf jeden Fall da brauchen. Da wäre auf jeden Fall mit den, wie heißen sie? Die Quantum Solar Panels werden wir ja autocraften lassen. Und die brauchen das Zeug ja auch. Was fehlt denn da jetzt noch alles? Oh, ich glaube, da habe ich gerade gemerkt, dass ich normale Machine Casings brauche, kein Advanced. Ja, mit Emerald Chipsets, da wäre ja ganz und gar nicht übertrieben. So, da haben wir da auch Ski schon. Das Uran ist fertig. Mann, ich hasse es einfach, dass ich teilweise einfach nur noch so die Fresse halte. Ich weiß nicht wieso. Ich weiß nicht wieso ich einfach nur die Fresse irgendwann halte. Es ist ein bisschen sehr scheiße für mich, so zu nachzusynchronisieren. Ich muss auf jeden Fall darauf achten, dass wir das nicht nie wieder übernährt. Das werde ich, glaube ich, nicht schaffen. Das wird mir bestimmt noch ein- oder zweimal passieren. Zu einem größeren Abständen, weil ich jetzt vermehrt darauf achten werde, dass auch alles läuft. Aber ich habe jetzt generell schon getestet, das läuft jetzt auch alles wieder. Einzige, was mich ein bisschen nervt, sag ich mal. Ich habe jetzt die Modpack-Vorstellung nochmal aufgenommen. Die kommt jetzt auch an Heiligabend raus. Das Schöne ist, irgendwie kennt. Ich nehme ja immer noch mit OBS Studio, nehme ich auf. Und